so kurz davor. Wie hat man diese blöden Schildträger getötet? Wie vorhersehbar. War das 3x A? Oh, ich weiß es nicht mehr. Das muss ich jetzt unbedingt als erstes probieren, weil dieser Typ, der macht einfach zu viel Schaden und ist dauerhaft da die ganze Zeit. Okay, 3x A ist es definitiv nicht. Was? Den und den? Ah, mit B davor. Auch Bomben werfen. Okay, und nochmal konzentrieren. Eine Rauchbombe. Manu. Pam 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 pam, ja! Oh, noch einer da. Da habe ich jetzt mal nicht auf Konter gedrückt. Ich dachte, wir wären fertig. Boah, war das. Hast du das gesehen? Ein Akt. 760 EP. Das ist zwecklos, Dark Knight. Das unvermeidliche. Das war knackig. So, wir haben hier auf jeden Fall eine Konsole, die machen wir als erstes. Ja, bemühe dich ruhig, Hugo. Ich glaube, das wird nix. Ich glaube, ich bin nicht mehr gut. Was wird das sein? Das sieht aus wie ein Fahrstuhl. Bringt uns aber gar nichts, da sind die Gegner rausgekommen. Nehmen wir hier was auf. Dann kriegt er auf jeden Fall eine Tür auf, hier ist aber nichts drin. Nee. Tür wieder zu. Psychiatrisch. So, das Ding. Natürlich gucken wir uns hier noch ein bisschen um, wie bisher auch. Ja, zack. 73. Ding, ding, ding. Dahin ist Gasflasche. So, wir haben zwei Türen. Gibt es hier verschiedene Richtungen? Okay, wir gehen erst in die linke Tür. Da scheint nur ein Raum hinter zu sein. Na?
Hallöchen, können wir hier noch helfen oder ist es schon zu spät? Sieht auf jeden Fall nicht gut aus, der Kollege. Sie den Bestimmungen von Arkham bis ins Detail Folge leisten. Diese Regeln stellen ihr eigenes Überleben sicher. Regel 1. Ich dachte jetzt, hier wäre ein großer Fernseher. Wo er ihn hier. Jede Annäherung. Achso, da oben. Versuch gewertet, gegen den mit äußerster Härte vorgegangen wird. So. Regel 2. Alle Gefangenen haben. Oh, na. Freiwillig eine erinnert ihr euch? Untersuchung. Hier hat alles begonnen, an dieser Stelle. Das sage ich zu eurem Spiegel, ihr Homos. Da gibt es eine Trophäe. Zack, die holen wir uns. Oh, die ist auch ärgerlich, ne? Wenn man da jetzt nicht zufällig hochkommt. Stufenanstieg, oh. Epic. So, was haben wir hier? Wir haben noch Freefall Power, das fand ich blöd. Den Batchfarm benutzen wir eh nicht, sind mir so schon zu viel Tastenkombos. Shockwave-Angriff könnte man nehmen, die Tarnung brauchen wir auch nicht. Scheinwetter-Ranken, finde ich Quatsch. Denn, ja, wie viele laufen denn rum, die diesen Sensor haben? Oder haben das vielleicht sogar alle? Das wäre natürlich der Hammer, dann hätte ich jetzt hier die ganze Zeit eine Ultrawaffe nicht genommen. Bettklau und Waffen lassen wir auch weg, denn ja, benutzen wir eh nicht. Energieverstärker, um es zu beschleunigen, brauchen wir auch nicht. Wir nehmen den Schockwellenangriff. Könnte ich mir noch praktisch vorstellen, wenn man jetzt eine Gruppe hat. Wie schnell es herabstürzen während des Gleitens, Schockwellenangriff nach Landung. Ja, ist okay. Haben wir genauso wenig von wie von allen anderen. So. Als wir hier das am Anfang drin waren, sind wir doch hier rausgeschickt worden. Ach, und hier ist ein Tor. Okay, und das ist jetzt zu. Ah, okay. Das ist blöd. So, dann ist das ja auch wieder nur ein Raum. Wir müssen irgendwie nach da oben kommen. Vielleicht über diesen Balkon. Balkon, nicht Balkon. Balkon. Da geht's nicht hin, da geht es überall nicht hin. Von da oben kommen wir. Ach, da. So, das wird sein. Nehmen wir den hier. Zack. Muss mit extremer Gewalteinwirkung. So, trinken, trinken. Schlucken, schlucken. Machen. Und weiter geht's. Das ist relativ tief. Relativly tief. Taking in consideration. Nee, wie ist das? Taking everything in consideration, I come to the conclusion that. Der Ultrasatz, wenn ihr einen Englischtext habt und eine eure Meinung abgeben müsst in einer Arbeit, nehmt diesen Satz. Der ist der Knaller. So, einmal dahin. Da ist ein Fragezeichen. Hier sieht's aus, als könnte man an der Kante klären. Da ist noch ein Fragezeichen. Da lassen wir mal. Diesen scheiß Hamburger Dialekt lassen wir auch weg. Der nervt. So, hier können wir nochmal den Button. Klick. Was macht das jetzt? Geht irgendwie nach unten. Gucken, ob wir da gleich hinkommen. Könnte gut sein. Erstmal wird jetzt hier schön nochmal ein Graffiti hinterlassen. So. Ich will auf die Pustel. Zack. Ach ja, herrlich. Herrlich. So, Tür. Oh Gott, ach ja, hier sind wir. Du bist das. Ich sagte, ich würde zurückkommen. Du bist ja immer noch hier. Ganz schön gedauert. Zuerst herrschte völliges Chaos. Dann kamen Jokers Männer her und haben ein Lager errichtet. Ich habe mich versteckt, so wie du es gesagt hattest, aber... Jokers Männer? Was ist passiert?
Da waren Wachen. Du weißt schon, die Typen, die für Strange arbeiten. Sie kamen her und haben angefangen, jeden umzubringen. Es war ein Blutbad. Anscheinend versucht Strange, seine Spuren zu verwischen. Sie scheinen sich gut zu verstecken, Doktor. Weiter so. Bleiben Sie hier. Ich kümmere mich um die Wachen im Raum. Ach ja, wir können die doch hier nicht die ganze Zeit hier... Och. Und alle bewaffnet. 8 Stück. Nee, das ist nicht übertrieben, ne. Und dann ist da auch noch hier so ein Laser-Fuzzi. So, wie fangen wir an? Das war der letzte. Bereich gesichert. Gut. Tiger 43 an Turm, der Raum ist gesichert. Alle neuen Insassen wurden neutralisiert. Oh Gott, sehr gut. Protokoll 10 macht große Fortschritte. Während wir uns der letzten Phase von Protokoll 10 nähern, möchte ich die Zeit nutzen, allen Tiger-Einheiten für ihre wundervollen Leistungen zu danken. Die Bildschirme vor mir zeigen an, dass wir uns zügig einer Sterblichkeitsrate von 22% annähern. Meinen Berechnungen zufolge werden sämtliche Insassen von Arkham City innerhalb der nächsten 3 Stunden sterben. Dann tritt Protokoll 10 in Phase 2 über. Zum Ende des Monats werden in Keystone und Metropolis neue Lager nach dem Muster von Arkham City entstehen. Wir alle können stolz auf das sein, was wir geleistet haben. Wir bieten die Lösungen, die diese Welt braucht. Wir sind die Zukunft. So, habt ihr was gesehen mit dem Laser? 2 Laser sind da. Ah, 2 Laser. Er hält euch zum Narren. Haltet ihn auf! Sprengladung scharf. Wärmebild. Blöde Erfindung. Aussichtspunkt gesichert, keine Spur von Zielpersonen. Ich sehe schon, ich bereue das noch, dass ich hier nicht die Wärmebildunsichtbarkeit genommen habe. Zielperson verschwunden. So, wir gucken mal, vielleicht können wir den ja auch noch direkt abfangen. Ja, perfekt. Hängen wir einfach 4 Stück hier im Kreis auf. In Bewegung! Wiederhole, Batman-Gesichtet. Mann ausgefallen. Batman-Gesichtet ist eine Kackidee. Welcher hat Batman gesichtet? Die Zielperson ist über uns! Sind die verängstigt wieder, oder? Hä, schießt er seinen Kumpel ab? Ja. Angst können wir uns nicht leisten. Konzentriert euch. Tötet ihn. Also der hat ein Gewehr. Der hier hält sich für... Lagebericht, Kontakt. Ach ja. Hallo, dein Kumpel. Haben sie den hier vorne auch abgeschossen? Und den hier auch? Was soll das denn? Haben sie mich? Oh, die schießen jetzt hier die ganzen Teile runter, oder was? Nee, jetzt den auch noch? Oh oh, oh oh, der ist gefährlich. Der mit dem Zielstrahl, die sind kritisch. Was war der Zustand von dem? Kontakt, gegnerisches Gerät gefunden. Gegnerisches Gerät. Achso, das sind die ganzen Toten von Joker. Boah, ist das laut. Ja, Joker hat leider nicht so, so ein schickes Hightech-Equipment für seine Männer. Und mich da gerade. Halt auf!